18. Woo! Ewigkeiten her. Nice, man. Good job. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Das ist das erste Video unserer Nepal-Reise, unserem Nepal-Abenteuer. Yes. Ja, sind mega cool. Glaube ich auch. Und ja, ich würde sagen, Max, stellt euch einfach mal kurz ein bisschen vor, was wir eigentlich so vorhaben. Ja, genau. Wir wollen nämlich den Annapurna Circuit in Nepal machen und da erwarten uns dann halt 240 Kilometer Wandern mit Höhen quasi von 5400 oder 5700 Meter und ein ziemliches Auf und Ab die ganze Zeit und wir sind halt schon mega gespannt, wie der Track halt wird und halt eine richtig, richtig krasse Challenge für uns beide auf jeden Fall. Ja, Mann, wir haben echt noch gar keinen Plan, was uns da so alles erwartet. Und ein paar Tage in Kathmandu chillen, dann geht's auf den Track und danach haben wir eigentlich noch ein paar Tage so offen. Mal Nepal ein bisschen genauer erkunden. Aber so der Main-Fokus sind halt echt diese 3 Wochen, jeden Tag 8 Stunden wandern. Das wird halt schon krass. Es wird ziemlich krass, glaube ich, aber wir sind ja jung und motiviert. Ich glaube, wir, ja, packen, genau. Das. Also, ich glaub, wir packen das. Ich glaube auch, ziemlich safe, das war's. Ja, Mann. Und ich glaube, unsere Vorbereitung ist halt richtig krass. Wir haben einen richtigen Plan erstellt, so einen Workout-Plan. Ich stelle euch auch noch vor. Ja. Und ich glaube, damit kann es euch nur laufen. 21 Tage haben wir uns so gesetzt, ja. Circa. Also wir wollen uns da keinen Stress machen. Ich glaube, das ist nämlich auch das Wichtigste, dass man das halt... Wir wollen das richtig exploren alles, uns alles angucken und ja. Ja, Mann, wir wollen das auch ein bisschen genießen und nicht da durchrushen. Rushen. Aber es scheint schon mega krass, dass man auf 5400 Meter hoch geht. Und dann sieht man ja diese ganzen Gipfel drumherum. Ich meine, man ist ja nicht mehr auf dem Top, sondern du bist ja halt einfach umgeben zwischen 8000ern. Ja, man schaut sich ja eher die ganzen großen Berge mal so aus der Nähe, ja, richtig an. Und ja. Ja, man muss ich sagen, finde ich auch ultra krass. Und zu unserer Planung, was wir eigentlich mit euch auch machen wollen. Unser Ziel ist es halt, unsere Erfahrungen mehr oder weniger alle zu dokumentieren, damit ihr im Nachhinein erstmal unsere Fehler irgendwie besser machen könnt, aber vielleicht auch Sachen, die wir gut machen, einfach umsetzen können, damit ihr auch vorbereitet seid für den Track. Und warum ihr auch unbedingt dranbleiben müsst, ist dieser Junge her, der wird jeden einzelnen Tag an einer different Location mit der einen Backflip machen. Werde ich das? Ja! Scheiße. Und ey, stellt euch einfach mal vor, 5400 Meter, oben auf dem Pass und der Junge zieht Backflip. So ganz grob zum Plan ist halt, wir wollen die Vorbereitung filmen, wir haben so eine Art Trainingsprogramm ausgearbeitet, werdet ihr auch noch sehen. Das werden wir halt durchziehen und darauf die Vorbereitung. Dann haben wir vor, ein bisschen zu vloggen, aber auch gleichzeitig so eine Art Dokumentationsfilm zu drehen. Also wir wollen halt versuchen, die Erfahrung authentisch wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig wollen wir halt aber auch so auf ein paar Sachen vielleicht eingehen, die uns auf dem Track auffallen. Also wir haben halt so ein paar Sachen gehört, wie das da halt mit der Umweltverschmutzung und sowas alles aussieht. Und darauf wollen wir halt auch so ein bisschen eingehen. Einfach, glaube ich, so generell, wenn man mal, ich glaube, jeder hat schon mal von Nepal halt irgendwie gehört. Jeder hat da, glaube ich, ganz andere Vorstellungen. So, ich habe das halt immer nur aus Film so. Man hat sich nie wirklich mal was über das Land so angeguckt oder aus Computerspielen. Ich weiß nicht, Far Cry, wenn ihr das kennt, so, da kenne ich das halt auch nur her. Und man hat halt irgendwie diese Vorstellung von dem Land. Aber ich glaube, die ist halt nochmal ganz, ganz anders, als man sich das halt wirklich so immer vorstellt. Ich denke da immer so an tibetische Mönche, diese so schönen Bändchen halt überall. Ja, diese Glocken da, diese, wo man da so lang geht. Kennst, ja, genau. Wo man so dran drehen, ja, kann. Ja, genau. Ja, ja, so halt, wenn man sich mal so ein bisschen 1-2 Videos anguckt, so, dann sieht man halt immer nur so richtig viel, was man sich, glaube ich, auch vorstellt. Und einfach mal so ein Land wieder richtig so zu erkunden, ich glaube, das stellen wir uns beide auch ziemlich geil vor. Ja, ne? Ja. Ja, wir beide wollen dann auch so ein bisschen in die Kultur eintauchen. Also ursprünglich hatten wir uns halt überlegt, dass wir so ein bisschen dort vor Ort auch in Nepal helfen. Ja. Irgendwie da der Community, der Gemeinschaft irgendwas Gutes tun. Aber wir haben halt ein bisschen recherchiert und das stellt sich ziemlich schwer heraus. Also es ist halt auch so ein ziemlich umstrittenes Thema da in Nepal. Deswegen versuchen wir halt einfach mit Menschen da vor Ort in Kontakt zu kommen und mal gucken, was sich da so ergibt. Also mal gucken. Wir haben halt keine Ahnung, was uns erwartet. Ich glaube, das ist auch das Coole daran, was wir sagen. Ja, wollen wir kurz darauf eingehen, warum wir eigentlich nach Nepal gehen? Ja. Also was so Beweggründe so ein bisschen ist. Bei mir war das halt so, wirklich, wir haben das ja im September ungefähr, ist Marius, glaube ich, so auf mich zugekommen und hat mich einfach gefragt, Max, hast du eigentlich Bock, mit mir nach Nepal zu kommen? Es kam halt einfach so aus dem Nichts und ich war da auch wirklich so, am Anfang, wirklich. Es hat echt nicht lange gedauert, da habe ich einfach dann gesagt, ja, wirklich, ja,
lass das einfach machen, ohne zu wissen, auf was ich mich da überhaupt einlasse. Annapurna Circuit, und wir haben dann, glaube ich, zwischendurch auch einmal geskypt. Und es klang dann auf einmal ziemlich krass, muss ich sagen. Als dann so 240 Kilometer circa laufen, alter, brutale Anstieg und so, da war ich dann manchmal schon so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen informiert hat mal. Aber man schiebt es ja immer so wieder in die Ferne. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das damals gesagt habe, warum ich das machen wollte, ist, dass ich halt mega Bock halt einfach wieder auf so ein Abenteuer habe. Einfach irgendwie raus hier mal aus Deutschland und einfach mal wieder irgendwas machen, was richtig, richtig, richtig Bock macht. Richtig so eine Challenge irgendwie und einfach mal wieder was erkunden, was richtig Neues entdecken, neues Land, neue Menschen, so, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich hoffe, so werde ich denn auch sein, wenn ich die riesen 8000er sehe, wie so ein kleiner Junge, der so was ganz Neues entdeckt. Oh, ja. Ja, ich glaube, Nepal halt einfach was Spirituelles und halt einfach mega, um sich nochmal zu grounden, wie gut wir das eigentlich hier haben. Ja. So, vor allem heute, brutales Wetter. Alter, brutal. Ich schwitze hier schon gerade richtig, richtig im T-Shirt, ja. Ist richtig krass, die Sonne batzt brutal rein. Heute Morgen hatten wir halt einfach noch Frost, so. Und jetzt ist es halt einfach schon wieder, sind locker über 10, 15. 15 Grad so, bestimmt. Möchte ich auch behaupten. Ja. Es fühlt sich richtig warm an gerade. Ja, ich muss echt sagen, ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich auf Nepal gekommen bin. Aber ich habe halt damals ein Video gesehen, einen Vlog gesehen von Backpacking Simon, heißt er, glaube ich. Und der war halt auch in Nepal, hat den Annapurna Circuit gemacht. Und es sah halt einfach richtig cool aus. Es sah halt einfach anders aus. Es waren Berge, aber es sind halt nicht so wie die Alpen, sondern halt einfach komplett anders. Und es hat mich mega fasziniert. Und ich glaube, der erste Grund für mich ist halt einfach so, die Kultur, das Land und die Leute kennenzulernen. Also irgendwie ist Nepal so, wenn es in meinen Kopf kommt, fasziniert es mich einfach irgendwie so. Die Menschen, die Kultur, und ich möchte es einfach irgendwie genauer kennenlernen. Und dann gibt es natürlich die körperliche bzw. die mentale Herausforderung. Mein Max hat es ja schon gesagt, es sind 230 Kilometer, es geht hoch, es geht... Ich meine, wer war schon mal auf 5400 Meter? Ich meine, wie ist es da zu atmen? Ich glaube, es wird halt mega anstrengend, körperlich, aber auch mental wird es halt immer wieder eine Herausforderung, sich zu motivieren, weiterzugehen. Und sowas alles, da habe ich einfach mega, mega Bock drauf, muss ich sagen. Ich meine, wir gehen da 21 Tage lang. Man hat einfach mega viel Zeit, nachzudenken, zu reflektieren. Und ist man ist einfach so komplett aus seinem Alltag draußen, ist so auf diesem Abenteuer. Und für mich ist das halt irgendwie immer auch ein Stück weit so eine Art Selbstfindung, so eine Art Selbstreflexion. Wo stehe ich gerade im Leben und was möchte ich eigentlich machen? Weil ich finde, wenn man so im Alltag ist, verliert man manchmal so den Blick auf das große Ganze. So, wenn man so ein bisschen raustritt aus dem Alltag, hat man vielleicht eine ganz andere Perspektive nochmal darauf. Und darauf freue ich mich auch mega, muss ich sagen. Ja, Leute, es war ein relativ unstrukturiertes Video. Wir haben einfach mal so ein bisschen unsere Meinung rausgehauen, einfach so ein bisschen ein paar Infos gegeben. Ja, aber darauf soll es auch so ein bisschen hinauslaufen. Wir haben ja jetzt keinen strikten Plan, was alles da in Nepal passieren soll, oder keine strikten Erwartungen. Wir wollen das einfach so ein bisschen alles auf uns zukommen lassen und gucken, was so alles passiert. Mhm. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mega Bock drauf habt. Wir versuchen, so viele Erfahrungen wie möglich einfach zu teilen. Und ansonsten sehen wir uns halt im nächsten Video so ein bisschen mit unserer Vorbereitung. Der Wim Hof Challenge, Wim Hof Methode. Das wird auch cool, glaube ich. Ciao.